Regenerative Energieformen können die Versorgung noch für lange Zeit nicht sicherstellen. Doch fossile Brennstoffe werden knapper. Um die Stabilität der Versorgung und die Mobilität weiterhin garantieren zu können, muss die Energieumwandlung deshalb effizienter werden. Die Kernkomponente dieser Effizienzbemühungen stellt die Turbomaschine dar. Als Gas- oder Dampfturbine in Kraftwerken, als Antriebssystem in der Luftfahrt und als Turbolader in Otto- und Dieselmotoren sind sie heute unverzichtbar. Um Turbomaschinen effizienter zu machen, werden neue Hochleistungswerkstoffe und zunehmend komplexere Strömungsgeometrien entwickelt. Die Anforderungen an die Fertigung steigen enorm und mit konventionellen Fertigungsverfahren allein stoßen Ingenieure inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Begegnet werden kann den Herausforderungen zum einen mit der Entwicklung neuer leistungsfähiger Einzeltechnologien. Zum anderen erlaubt die Einbindung aller Verfahren in adaptive Prozessketten die flexible Reaktion auf variierende Eingangsbedingungen und Produktdiversifizierungen. Diese Kombination ermöglicht ganz neue Möglichkeiten zur Fertigung und Reparatur effizienter Turbomaschinenkomponenten. Im Innovationscluster ADAM entwickeln das Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie IPT und das Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT zusammen mit über 20 renommierten Partnern aus Forschung und Industrie solche neuen Technologien und Prozessketten. Ziel des Innovationsclusters ADAM ist es, neue Turbomaschinenkonzepte und Komponentendesigns technisch umzusetzen, um so den Wirkungsgrad der Energiewandlung signifikant zu erhöhen. Die Perspektive, CO2-Emissionen messbar zu senken und Ressourcen zu schonen.